Einen wunderschönen guten Abend und liebe Grüße aus dem Schattendschungel. Wir machen gerade Mahos Prüfung und müssen nur noch eine Zutat für sie besorgen. Das Vitalkraut soll sich an einem Ort befinden, an dem das Gras drumherum etwas höher ist. Und da kommt eigentlich nur diese Stelle in Frage. Wir haben es auch gefunden, werden aber trotzdem von einem wilden Pokémon angegriffen. Ein Imantis mal wieder. Ja, schon das zweite Mal. Okay. Gibt das vielleicht so einen kleinen Hinweis darauf, wer das Herrscher-Pokémon hier in der vierten Prüfung ist? Eventuell die Endentwicklung von Imantis? Kann gut sein. Könnte aber auch die Endentwicklung der Mangostan sein. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Allerdings haben wir die Mangostan bislang noch gar nicht getroffen. Und eigentlich müsste jetzt gleich das Herrscher-Pokémon auftauchen. Wir dürfen also gespannt sein. Nur eins steht fest. Unsere Echse ist gut vorbereitet. Auch wenn sie ein klein wenig underleveled sein sollte und auch von der Power vielleicht nicht so hervorsticht, mit der Zed-Attacke kann sie eine unglaubliche Kraft entfalten. Ich bin's, Maho. Ein feines Vitalkraut hast du da gefunden. Es ist selbst für Pokémon erschreckend bitter. Aber es gibt Gerichte, die dadurch die richtige Würze bekommen. Oh, du hast ja alle Zutaten beisammen. Prima, dann fange ich jetzt mal an zu kochen. Geh also bitte zum Eingang des Dschungels. Okay, dann werde ich mich mal dahin bewegen. Übrigens, ihr könnt tatsächlich in diesem Dschungel bislang keine Pokémon fangen. Ich habe es ausprobiert. Im Gras kommt einfach nichts. Sowas Ähnliches hat sie ja auch angedeutet gehabt. Allerdings konnte man bei den anderen Prüfungsstätten ja auch schon ein paar Pokémon fangen. Und es wurden dann einfach mehr, nachdem man die Prüfung absolviert hat. Ich dachte, das wäre hier genauso, aber scheinbar nein. Oh, Domtendo, jetzt wo du alle Zutaten beisammen hast, fehlen nur noch... Da sind wir auch schon. Hallo Maho, wie geht's, wie steht's? Die anderen beiden Captains, Chiave und Tracy. Hallöchen. Ich bringe wie immer einen Kampfknochen und einen Steinknochen. Und ich habe wie immer ein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Den Beulenhelm hätte ich gerne. Tracy, Chiave, ich danke euch. Also gut, Domtendo, es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher hervorlockt. Ich bin gespannt. Gut, dann prüfen wir jetzt noch einmal alle gesammelten Zutaten. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut und eine Portion Wundersaat. Prima, so wie es das Rezept verlangt. Dann kochen wir jetzt Mahos Spezialmenü. Das Aroma des Gerichts sollte den Herrscher hervorlocken. Bist du bereit? Ja. Okay, Tracy. Dann kipp jetzt das Tafelwasser in den umgestülpten Beulenhelm. Na klar doch, ich weiß Bescheid. Die Magobeere, der Minipilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Rein mit dem ganzen Zeug. Chiave, leih uns bitte mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Los, Nintendo. Stampf jetzt bitte alles mit den beiden Knochen klein. Was? Jetzt soll ich auch noch kochen, oder was? Oh, Mann. Hau drauf! Sie benutzt mich! Bin doch kein Koch. Kräftig stampfen. Mann! Kauf dir lieber einen Hochleistungsmixer, das geht schneller und einfacher. Mach breit raus! Ja, ich bin ja schon dabei. Was für eine eklige Punch ist das jetzt? Ein eigentümlicher Geruch breitet sich aus. Aus den tiefsten Tiefen des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren. Oh oh. Und, wer ist es? Aha, die Endentwicklung von Imantis. Mamanti! Der Herrscher des Schattendschungels, Mantidea, ist hinter dir erschienen. Aber cooler Name, by the way. Mantidea. Ich finde nur, es sieht etwas seltsam aus. Naja gut, man sollte ja nicht nach dem Aussehen gehen und danach urteilen. Auch dieses Pokémon ist mit Sicherheit nicht ohne Grund ein Herrscher-Pokémon. Es hat gleich mal die Initiative stark erhöht. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, zumal alle meine Pokémon bis auf Bee relativ langsam sind. Aber wir könnten jetzt
zu Bee rübergehen und es versuchen zu paralysieren. Dann wäre das Thema erledigt. Ich glaube, das mache ich auch, weil, ja, was soll ich sonst machen? Ich könnte jetzt entweder Drachenwut einsetzen, was schon guten Schaden machen würde, denke ich, aber mit Sicherheit nicht töten. Und bei der Z-Kraft weiß ich nicht. Die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Bislang haben wir damit ja jedes Pokémon gewonnen-hittet. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das bei diesem Herrscher-Pokémon funktionieren wird. Ja. Doch. Also, die Initiative ist eigentlich schon ein relativ großes Problem. Und Bee könnte theoretisch ja auch kämpfen. Mit den ganzen Käferattacken. Das wäre ebenfalls sehr effektiv gegen dieses Mantidea. Kreuzschere wird schön resistet. Macht aber trotzdem heftigen Schaden. Und er holt sich jetzt erstmal einen Mitstreiter. Ein Trompec. Super. Warum ausgerechnet ein Pokémon vom Typ Flug? Das kann doch nicht wahr sein. Der ist gegen Bee im Vorteil, gegen Donario und gegen Robin Hood. Scheißdreck. Ja, ich fürchte fast, ich muss Bee leider opfern. Weil die Para ist ganz wichtig. Was? Solarklinge? Was ist das denn? Oh nein, und wegen Energiekraut kann er es sofort einsetzen. Normalerweise wäre das eine Aufladeattacke, genau wie so ein Solarstrahl. Ja, klar. Aber dadurch, dass er dieses Energiekraut getragen hat, konnte er es sofort einsetzen und hat mich zerstört. Ja, geil. Ganz, ganz toll. Ist schon mal heftig nach hinten losgegangen. Ja, eigentlich kann ich nur noch zu Amphi gehen, weil die anderen haben echt keine Chance. Boah, ey. Drachenwut, Smog. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieser Kampf triggert mich. Die Z-Kraft, ja. Ich weiß nicht, ich würde sie halt auch ganz gerne so als ultimative Waffe noch behalten. Weil meistens rasten die Herrscher-Pokémon ja auch erst aus, wenn sie wenige KP haben. Also dieses Mantidea hat bestimmt noch irgendeinen Ass im Ärmel. Ich glaube, ich probiere es tatsächlich mit Smog. Das ist zwar ziemlich schwach, hat auch nur 70 Treffergenauigkeit, aber eine hohe Chance, den Gegner zu vergiften. Irgendwas zwischen 30% und 50% müssten das sein. Aua. Und wir treffen schon mal. Wenn wir jetzt vergiften könnten, wäre das schon ganz nice. Ja, tatsächlich. Aber was jetzt? Was jetzt? Ich bin langsamer. Und fast tot. Mich jetzt zu heilen wäre eigentlich Quatsch. Aber auch zu allen anderen Pokémon zu gehen ist Quatsch. Nero wird gewonnen, hittet, der wird gekillt, der auch. Gut, er könnte noch am ehesten überleben, aber was bringt mir das? Soll ich Zeit schinden? Damit dieses Mantidea wenigstens ein paar KP verliert? Ist, glaube ich, fast das Klügste. Dang it, ist dieser Kampf schwer. Das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, wir marschieren hier durch, aber von wegen. Jetzt ärgere ich mich natürlich mega, dass ich die... Bitte nicht sterben. Oh, fuck, Alter. Dass ich die Z-Flamme nicht eingesetzt habe. Und ich konnte noch nicht mal in der Heilung spielen. Ich habe auch spekuliert, jetzt einfach Amphi zu heilen, aber das wird so leider nix. Ja, toll. Was macht man jetzt? Der setzt als nächstes diese Solarklinge ein, ne? Dann muss ich leider zu Robin Hood gehen. Der übersteht das noch am ehesten. Oh, und wir haben sogar noch diesen einen Zug. Stimmt. Dann habe ich einen Plan. Ich habe einen Plan. Und zwar X-Abwehr. So, wie gesagt, die greifen ja beide physisch an, ne? Und so könnten wir zumindest den Schaden drastisch reduzieren. Aber ich glaube, ich brauche fast zwei von den Teilen. Okay, Solarklinge ist schon mal kein Problem mehr. Das war sogar ein Critical Hit. Und Superschall geht Gott sei Dank daneben.
Das ist sehr gut. Ja gut, ich warte jetzt mal mit dem zweiten X-Verteidigung. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich benötige. Was wir aber definitiv brauchen werden, ist ein Kraftschub. What? Das kann sich auch noch heilen? Nicht dein Ernst, Alter. Ja klar, direkt alle KP wieder. Ist logisch, ja. Seems legit. Dang, was geht hier eigentlich ab? Wie hart unfair das ist, ne? Wow. Damn it. Ja, wenn das so ist, dann wird er sich jedes Mal heilen, wenn er in den kritischen Bereich kommt. Also muss ich mich eigentlich nochmal pushen. Besiegt werden kann ich eigentlich nicht. Zumindest haben sie bislang nicht den Eindruck gemacht, dass sie mich besiegen können. Oh, zum Glück geht Superschall nochmal daneben. Das ist natürlich ein Problem. Das Superschall, das könnte mir noch einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen. Aber ich denke, ich greife dieses Mistvieh jetzt auch einfach mal an mit der Naturkraft, die ja ortsgebunden ist. Vielleicht reicht's gegen dieses Trompack. Mal schauen. Zum dritten Mal geht Superschall daneben. Das ist fast schon lächerlich, aber gut. Ich finde den Support total okay. Boah, die Vergiftung. Ich sag euch eins, die Vergiftung war sowas von ein kluger Schachzug. Das rettet mich hier mega den Arsch. Jetzt gibt's erstmal eine Heilung. Ich glaube, die werden jetzt ausrasten. Und lange werde ich mich wohl auch nicht mehr vor dem Superschall verstecken können. Das Mantidea wird sich jetzt wahrscheinlich wieder heilen und seinen Zug somit verpfuschen. Okay, und Trompec hat angegriffen. Superschall wäre klüger gewesen. Boah, wie taktisch wir jetzt hier vorgehen müssen, ist ja krass. Rasierblatt wird nicht reichen. Ich greife mit Step Flugattacke an. Schnabel auf Trompec. Okay, sehr nice. Meine Flinkklaue ist aktiviert. Du bist down. Und jetzt zu diesem Mantidea. Oh, Amphib bekommt nochmal ein Level up. Schön. Ja, gut. Wenn ich natürlich gewusst hätte, dass meine Flinkklaue aktiv ist, dann hätte ich Mantidea angegriffen. Das wäre jetzt nämlich down gewesen, aber das konnte ich nicht ahnen. Dass die Flinkklaue sich da bemerkbar macht, leider. Nochmal pushen? Nee, jetzt gehe ich auf Angriff. Jetzt gehe ich auf Angriff. Weil es wird jetzt wahrscheinlich auch auf Angriff gehen. Genau. Oh, der holt sich bestimmt auch gleich nochmal einen Mitstreiter, oder? Dann müssen wir so schnell wie möglich handeln. Ja, mit der Vergiftung könnte es jetzt reichen. Außer es heilt sich wieder. Ah, erstmal ruft es sich ein weiteres Trompec zu Hilfe. Meine Fresse. What? Formio? Jesus fucking Christ. Ich weiß, was du vorhast, Alter. Die Synthese müsste durch den Sonntag nochmal gepusht werden. Wobei die eigentlich so schon übelst viel auffüllt. Was zur Hölle? Vielleicht hat dieses Mantidea irgendeine Fähigkeit, was solche Attacken pusht. Egal. Aber ich kenne mich jetzt mit Solarklinge nicht aus. Ich weiß nicht, ob das eine neue Attacke ist. Ich habe davon noch nie gehört. Aber es scheint irgendwie die physische Version von Solarstrahl zu sein. Und das sieht für mich so aus, als will er das vor mir rufen, damit es Sonntag einsetzt und dann kann es instant Solarklinge einsetzen, oder? Kann das sein? Goddammit, das müssen wir verhindern, aber so schnell wie möglich. Schnabel! Komm, Flinkklaue, please. Nein! Keine Flinkklaue. Damn! Okay, aber es heilt nicht mehr komplett, warum auch immer. Der greift an mit Meteorologe. Was mir im Übrigen übel zusetzen wird, wenn Sonnentag aktiv ist, weil dieses Mistviech ändert dann ja auch seine Form und wird zum Feuer-Pokémon. Dann hat es Step auf Meteorologe und wird mich weghauen. Ja, ich muss drauf spekulieren, dass meine verdammte Flinkklaue yes! sich aktiviert und diesen Bastard killt! Yeah! Okay. Das ist schon mal sehr nice. Und jetzt, was macht Formio? Es greift an. Es greift an. Okay, wir könnten das jetzt alles mit Robin Hood machen, aber ich weiß nicht, ob ein Wechsel nicht klüger wäre, weil er wird bestimmt auf Sonntag gehen. Mich wundert es, dass er es bislang auch nicht getan hat.
meine, das ist doch der einzige sinnvolle Einsatz von ihm. Dann wären wir aber immerhin noch mit Nero im Vorteil. Ja, also direkt zu wechseln ist Unsinn. Wenn, dann nochmal heilen. So, und schauen, was er jetzt macht. Greift er nochmal an, oder? Ja, greift nochmal an. Kann er doch keinen Sonnentag? Oder sieht er jetzt keinen Sinn mehr darin? Ich weiß es nicht. Fantidea ist ja weg. Ja gut, wenn das so ist, Freundchen, dann... Take all that! Rasierblatt! Blinklaue aktiv, nice. Step und gepusht durch einmal. Kraftschub. Schön... Oh, scheiße, er kann doch Sonnentag! Oh my god! God damn it! Ist er schneller gewesen als ich? Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst, ne? Ich glaube aber nicht. Mit Schnabel könnten wir schaffen. Boah, wenn der jetzt Meteorologe einsetzt, Alter. Ja, die Flinklaue! Nice! Kill him, kill him, kill him! Yo! Geregelt! Die Animation ist jedes Mal so geil. Ich könnte da stundenlang drüber lachen, ey. Wow, aber das war ein intensiver, heftiger Fight. God damn, wer hätte das gedacht? Shit! Richtig ins Schwitzen gekommen. Das hätte übel ausgehen können, wenn er früher Sonnentag angesetzt hätte. Aber wahrscheinlich hat er nach dem Tod von Mantidea darin keinen Sinn mehr gesehen. Boah, also die waren perfekt aufeinander abgestimmt. Ich muss nochmal nachschauen, aber ich glaube, Solarklinge lässt... Ja doch, muss ja so sein. Es muss so sein. Es ist eine Aufladeattacke, weil es hatte ja ganz am Anfang ein Mentalkraut und konnte dann die Attacke sofort einsetzen. Und es hat auch das Sonnenlicht genutzt. Also mit Sicherheit kann man mit Hilfe von Sonntag diese Attacke sofort einsetzen. Jesus Christ. Boah. Hatten auch ein bisschen Glück. Vor allem wegen Superschall und so. Huh. Aber gut, gehört dazu. Du bist ja unheimlich stark, Nintendo. Nicht nur, dass du ziemliches Talent hast. Nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscher-Pokémon besänftigt hast. Im Vela-Vulkanpark war es das Gleiche. Dabei bin ich doch so stolz auf meinen Amphira. Ja, also du musst gar nichts sagen, du warst mega einfach. Und er hier, ja. War nicht ohne, aber auch machbar. Aber sie, Maho, wow. Crazy shit. Ach meine, mit großer Hingabe trainierten Lusadin hatten keine Chance. Dann hast du ja jetzt alle drei Prüfungen auf Akala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Der Beulenhelm? Ach so, nee, erstmal. Klar, der Serdkristall, aber vielleicht kriegen wir den Beulenhelm auch noch. Mal gucken. Und dieser Serdkristall ist jetzt tatsächlich eine Option für unseren Starter. Zwar sind wir mit der Flinkklaue sehr häufig, sehr effektiv gefahren, auch jetzt wieder. Aber vielleicht wäre es so langsam mal Zeit umzustellen. Du hast einen Zed-Kristall von Maho erhalten. Die Pose, um aus Pflanzen-Pokémon die Zed-Kraft herauszuholen, geht so. Pflanze! Gut, danke, dann weiß ich Bescheid. Und da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattendschungel trainierst, Nintendo. Und als kleine Starthilfe will ich dir gleich mal diese Nestbälle mit auf den Weg geben. Sind die ja alle so schwach? Na sowas. Mantidea hat ja gar nicht alles aufgegessen. Chiave, Tracy, kommt, gönnt euch eine Portion. Man dankt. Ja, danke schön. Danke, ich verzichte. Aber ich wurde eh nicht gefragt. Der Geschmack des Steinknochens entfaltet sich langsam. Das Essen schmilzt mir auf der Zunge. Nein, warte. Es ist meine Zunge, die hier schmilzt. Du meine Güte. Wasser! War es zu scharf? Was? Leute, was habt ihr denn auf einmal? Bleibt hier! Hä? Ihr geht jetzt wegen der großen Prüfung alle zu Myla? Richtig, die große Prüfung steht jetzt bald an. Hey, wo kommt der her? Oh, hier riecht's ja lecker. Hat Maho wieder mal ihr Spezialmenü gekocht? Du hast doch Mahos Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Zwar nichts anderes als die TM Schmalhorn. Die garantiert dir einen Treffer. So, so. Sollte auch eine neue Attacke sein. Noch nie davon gehört.
Neue Erfahrungen und Entdeckungen sind das Salz in der Suppe des Lebens. Es gibt da eine Einrichtung, die du dir auf deiner Inselwanderschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede vom Dimensionsforschungsinstitut. Es ist nicht weit weg, oder um es mit einem Attackennamen auszudrücken, es ist nur einen Funkensprung entfernt. Hey, warte, ich wollte hier Pokémon fangen! Mein Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung auf Akala, Domtendo. Als nächstes wartet die große Prüfung von Inselkönigin Myla auf dich. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Okay, klingt schon mal gut. Wenn du ihr Team besiegen willst, würde dir eines der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel bestimmt helfen. Schau beim Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind, okay? Du musst einfach nur Route 6 folgen, um es zu finden. Frag Rotom, falls du Hilfe brauchst. Okay. So, aber jetzt will ich wirklich erst nochmal zurückgehen und mal schauen, welche Pokémon hier auftauchen. Vielleicht finden wir auch noch irgendwas Geiles. Und wow, also vom Level her sind... Achso, ich bin erstmal am Arsch, ne? Ja gut, dann gibt's jetzt erstmal einen kleinen Besuch im Pokémon Center, würde ich sagen. Hier liegt übrigens noch ein Hypertrank rum. Den nehme ich auch gleich mit. Ich denke, ich werde aber so eine Art Zusammenschnitt von der ganzen Geschichte jetzt machen, weil der Part ist ja tatsächlich schon wieder am Ende. Und ja, ich will jetzt auch nicht so krass überziehen, deswegen werde ich euch einfach so eine Art Zusammenschnitt machen von dem, was wir so gefangen und gefunden haben. Wo ist das gottverdammte Item? Hä? Da! Heilpuder. Was ist dit? Ja, hier, ne? Ein bitteres medizinisches Pulver, das alle Statusprobleme eines Pokémon behebt. Okay. Wie ihr seht, lebt das Pflanze-Fee-Pilz-Pokémon Bubungus hier. Gleich mal gefangen. Und auch das bekannte Gen 1 Käfer-Pokémon Pinsir könnt ihr hier finden. Ja, Imantis, klar. Typ Pflanze, Monotyp Pflanze, neues Pokémon. Vorentwicklung von Mantidea. Zafcon, lol. Und bestimmt noch viele weitere.